Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute wieder, wie geht es weiter mit der Apfelzüchtung, wie funktioniert die Apfelzüchtung? Nachdem die Sämlinge im Tunnel angezogen worden sind, das heißt jede Pflanze ist ein Genotyp, ist genetisch unterschiedlich, werden im Winter die Spitzen weggeschnitten und wir machen Winterhandveredelungen auf schwach wachsende Unterlagen. Man sieht das hier ist die Unterlage, der Wurzelteil des Baumes und da ist ein bisschen Holz, ein Reis nennt man das, auf diese Unterlage aufgepfropft worden. Das heißt, man hat die Spitze dieser Sämlinge genommen und hier raufgepfropft. Das Resultat hier, in der Baumschule wird jetzt ein Jungbaum angezogen, ein einjähriger Jungbaum, wieder jede Pflanze ist separat, ist unterschiedlich. Jede Pflanze ist im Prinzip eine potenzielle Sorte, hat genetische Unterschiede zur anderen. Das Einzige sind Geschwister. Sie haben jeweils von Etikette zu Etikette, dort sieht man so eine Etikette beispielsweise, haben sie die gleichen Eltern. Wir wollen natürlich auch in Zukunft wissen, welche Sämlinge, welche Genotypen von welchen Eltern kommen. Warum veredelt man die Sämlinge auf schwach wachsende Unterlagen? Es geht darum, dass sie schneller Früchte tragen, dass die Früchte so sind, wie man sie nachher im Garten oder in der Obstanlage haben möchte. Und darum veredelt man sie auf schwach wachsende Unterlage, die gleichen Unterlagen, die man auch im Hausgarten und im Erwerbsanbau braucht. Wir veredeln normalerweise auf virusfreie M9. Diese Pflanzen werden hier ein Jahr lang kultiviert. Die sind anfangs Mai gepflanzt worden, da war gar nichts. Und jetzt Ende September sind sie doch auf 1,50, 1,40 gewachsen. Auch hier haben wir es gerne, wenn sie so stark wie möglich wachsen, damit sie aus der juvenilen, jugendlichen Phase rauskommen und nachher in der Obstanlage so schnell wie möglich Früchte tragen. Im Herbst nun, vor Weihnachten, im Dezember, werden sie gerodet werden, kommen in den Kühlraum und werden dann nächstes Frühjahr in die Obstanlage gepflanzt. Aber das sehen wir im nächsten Video. Wie immer diskutieren Sie mit, wenn Sie Fragen haben zur Züchtung, unten in den Kommentaren und gärtnern Sie weiter.